Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Das heutige Video dreht sich um Kristalle und wenn das für euch interessant ist, dann bleibt doch einfach dran. Ich möchte heute Kristalle gießen, die verschiedenartig gemacht sind und herausfinden, wie der Unterschied ist und wie das aussieht, wenn sie dann gehärtet sind. Als erstes nehme ich mir meine durchsichtigen Harzfarben und tropfe mir in jedes Loch von diesen Formen einen Tropfen rein. Wenn ihr natürlich mehrere Tropfen statt nur einen rein tropft, dann gibt es auch ein intensiveres Farbergebnis. Deswegen, wenn ihr es dunkel haben wollt, dann müsst ihr halt ein bisschen mehr reintropfen. Ich habe mir klares Harz angemischt und damit fülle ich jetzt die verschiedenen Vertiefungen in der Form auf. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich noch mit einem von diesen Micro-Brushes in den Löchern vorsichtig rumstochern, einfach um mögliche Luftblasen, die sich da am Boden von der Form festgesetzt haben, loszulösen, dass sie dann nach oben steigen können. Jetzt ist es ungefähr 24 Stunden später und wie man hier gesehen hat, was ich gerade gezeigt habe, ist einfach, dass ich zu wenig Harz in die Form gegossen habe und dass manche von diesen Kristallen jetzt nicht mehr an der Gesamtmasse dranhängen, sondern einfach einzeln sind. Ich ziehe sie hier gerade einzeln raus. Und die eben zusammenhängend gegossen sind, gehen natürlich viel einfacher raus wie die einzelnen Stücke. Natürlich hat es auch seinen Vorteil, wenn man einzelne Stücke hat, denn dann kann man die Kristallcluster einfach so zusammensetzen, wie man das gerne hat. Oder man kann auch nur die einzelnen Kristalle verwenden. Also ein Beinbruch finde ich das jetzt nicht, eher ein Vorteil. So, das ist jetzt die zweite Art, wie ich meine Kristalle mache und hier fülle ich zunächst klares Harz in meine Form. Ich fülle sie ungefähr zu 3/4 voll, weil ich habe noch andere Harzreste, die gefärbt sind und die werde ich dann oben drauf kippen. Jetzt werde ich natürlich genauso wie beim letzten Mal die Formen vollfüllen und mit so einem Microbrush einfach die Blasen, die sich da gebildet haben können, versuchen loszulösen und dann werde ich das gefärbte Harz obendrauf kippen und die Form komplett voll machen. Und auch hier habe ich die Farben, die ich genommen habe, transparent gehalten. Ich denke, wenn man da deckende Farbe nimmt, dass die Kristalle dann natürlich auch ganz anders aussehen.
So, jetzt sind meine Kristalle fest. Ich hatte nicht mehr genug blaues Harz, deswegen habe ich einfach noch durchsichtiges oben drauf gefüllt. Einfach so weit, dass alle Kristalle diesmal zusammenhängend zu entformen sind. So, das sind die Bilder der Kristalle, wo ich die Farbe vorher in die Form reingetropft habe und schaut euch das mal an. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, das ich hier erzielt habe und schaut euch mal den Glitzer und den Schein an, obwohl da überhaupt gar kein Glitter in der Form drin ist. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, drück auf die Glocke, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn immer ich ein Video hochlade. Ich danke da schon mal dafür, das hilft mir immer sehr viel weiter, denn ich bin nur ein kleiner Kanal und ja, jeder Daumen hoch zählt einfach. Vielen Dank. So, und das sind die Kristalle, wo ich erst klares Harz eingefüllt habe und dann das farbige Harz obendrauf. Und man sieht hier sehr schön, dass die meisten Spitzen immer noch ganz klar sind und die Farbe erst nach und nach durch den Kristall gewandert ist. Auch ein sehr interessanter Effekt, wie ich finde. Und auch hier schaut euch den Glitzer an, den Sparkle, wirklich, ja. Liegt natürlich auch an den Formen, die super schön sind. Die sind handgemacht und ja, ich finde sie wirklich schön. So, und das ist noch ein Kristall, den ich einfach aus Resten gemacht habe. Da habe ich farbiges Harz genommen, wirklich schwarzes und habe einfach holographischen Glitzer reingemacht. Und das gefällt mir natürlich auch sehr, sehr gut. Das war's für heute. Ich hoffe, ich sehe euch in meinem nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!